Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeigen wir euch, wie man so einen LED-Panel baut in nicht zweifarbig und in etwas größer, damit man eine größere, weichere Lichtquelle hat, weil wir haben schon dieses wunderschöne Flex-Panel. Dafür brauchen wir unterschiedliche Sachen. Einmal natürlich LED-Streifen. Wir haben so 2-5 Meter Packen. Ich packe euch mal den Link dazu in die Videobeschreibung, weil die brauchen fürs Filmen einen hohen Color Rendering Index. Den haben die hier. Dann ein paar kleine Käbelchen. Können einfarbig sein, kann zweifarbig sein, kann fünffarbig sein. Ist eigentlich scheißegal. Ein bisschen Kleber, damit die Sachen auch vernünftig heben später. Ja. Einen so einen schönen Regler, damit man das auch heller und dunkler machen kann. Den lege ich nur zur Seite. Draht, der dann so außen rum reinkommt, damit es ein bisschen stabiler wird. Eine Heißklebepistole. Es reicht auch so eine 10-Euro-Ding von Amazon. Ein Kabel, was zwei Adern hat, das hier hat jetzt 5, ist ein Telefonkabel, das haben wir nämlich für das andere Licht gebraucht. Und so ein wunderschönes Lötset, beziehungsweise halt irgendwie ein Lötkolben, falls ihr eins zu Hause rumstehen habt. Falls nicht, packe ich euch dieses wunderschöne Set unten in die Beschreibung. Tut seinen Job für solche Kleinigkeiten echt subi. Let's go! Eine ganz wichtige Sache haben wir noch vergessen, das steht hier drauf, und zwar Kunstleder. Aus irgendwas müssen wir das ganze Licht ja bauen bzw. draufbauen, und dafür eignet sich Kunstleder hervorragend, weil das so schön flexi ist und relativ gut hält und hoffentlich langbeständig ist. Erster Schritt ist, dass wir alles in 60 cm lange Dinger machen. Dann müssten wir 16 Stück erhalten, wenn wir uns nicht vertan haben. You know the jungle has its rules, and I just gotta keep it cool, and I'll be treated like a tool, so don't be acting like a fool, look at you sobbing like a moon, tryna get everybody's cool, go ahead and drop into the pool, it might just be the time for you to. So gut, wir haben jetzt gerade hier einmal 4 cm abgemessen, Linien durchgezogen und auf zwei Seiten in 3,75 cm Abschnitten Striche gezogen, damit wir dann da dran unsere LED-Streifen bekleben können. Wenn man das Ganze in kleiner macht, kann man die Pressen nebeneinander machen, dann kann man sich den Schritt sparen. Nur dadurch, dass wir halt ein bisschen größer gehen wollen, jetzt so hier so 60 cm lange Dinger haben, müssen die jetzt alle beklebt werden, weil dieser Kleber hier dran allerdings nicht so super gut an einem Kunstleder hält, brauchen wir noch so Zusatzkleber. Das kann eigentlich, am besten ist natürlich irgendein halt Kleber, der irgendwie vernünftig auf Stoff hält und auf Plastik, weil das haben wir hier, Plastik und Stoff. Ich würde vorschlagen, wir machen das in so einer kleinen Zeitraffer. So, wir haben jetzt hier alles fertig geklebt. Da wir aber so komischen Kleber benutzen, der 24 Stunden aushärten muss, gucken wir jetzt, dass wir das mit irgendwas beschweren. Wir haben einen Tag später. Das Ganze wurde jetzt von so einem viel zu schweren Thomann-Paket, was wir noch rumstehen hatten, runtergedrückt und einem 5 Kilo Sandsack. Das Ganze müsste jetzt eigentlich hier felsenbombenfest dran halten. Es ist sehr wackelig. Es ist sehr, sehr wackelig und instabil. Das kommt später. Bevor wir allerdings das Ding zumachen, muss es erstmal richtig verkabelt werden. So, are you afraid of letting go? Life's a kind of cookie dough.
could try to eat slow, but you can mess it up. So get ready, this hell didn't work out though. Come on, let me see you glow. Don't you be walking around so low. Are you too afraid to glow? But you forgot that you're amazing. Die nächsten Schritte sind jetzt einmal so kleine Taschen an den Seiten anbringen, dafür DIY-Perks-Videos anschauen. Danach kleben wir ganz kurz die ganzen Kontakte an und machen uns unser Rechteck aus dem Draht zurecht. Das hat nur so semi funktioniert. Und danach bringen wir den Draht rein und kleben die Ecken über. Auf denen muss ordentlich Druck drauf sein, damit die auch richtig schön lang halten. Ich habe leider nicht genügend Sachen da, um das zu machen. Deswegen muss ich eine Seite nach der nächsten machen. Ich werde in diesem Video vermutlich so noch eine, vielleicht zwei schaffen, weil das soll jetzt morgen für mich morgen kommen, für euch heute.